Heute gibt es leckeren Hackfleisch-Blumenkohlauflauf. Die Zutaten wie immer in der Videobeschreibung. Du brauchst einmal einen Blumenkohlen, schneidest davon kleine Röschen herunter. Dann habe ich mir gleich einen Bräter genommen, da Öl reingegeben. Du kannst aber auch zwei Pfannen benutzen. Dann den Blumenkohl hinein, mit etwas Salz würzen. In der Zwischenzeit eine Zwiebel klein schneiden. Den Blumenkohl ab und zu mal wenden und dann Rinderhack dazugeben. Das, wenn es angebraten ist, mit Salz und mit Chili würzen. Dann habe ich noch die Zwiebeln dazugegeben, Knoblauch, Tomatenmark, dann noch geräucherten Paprika, das Ganze schön noch ein paar Minuten braten lassen, dann mit dem Blumenkohl vermischt und Brühe dazugegeben, etwas Sahne mit 7% Fett und noch ein bisschen Käse oben drauf und das Ganze dann für ca. 20 Minuten bei 190 Grad Ober-Unterhitze in den Backofen geben. So sieht's dann aus, lecker, wer abnehmen möchte, isst keine Beilage dazu, ansonsten passt Baguette, schmecken lassen.